Guten Morgen. Hi. Willkommen in der nächsten Folge. Gehe ich mal ganz stark von aus, dass ich das so schneiden werde. Werden die Folgen wieder ein bisschen länger. Ich hoffe, ihr seid trotzdem entspannt damit. Ach ja, die Schleuder. Ich weiß jetzt, wie ich eine Schleuder herstelle. So, ich will angeln. Ich habe zwar jetzt auch Blumen, Liebesrosen. Ist ein bisschen eigenartig, klingt aber okay. Aber ich will heute mal angeln. Ist das jetzt gut? Jetzt geht direkt auf den zu. Jetzt guckt er. Er nippelt nur. Niemand hat mir erklärt, wie ich angeln soll. Ich habe jetzt einfach mal A gedrückt. Niemand hat mir erklärt, wie ich angeln soll. Komm her, du Fisch. Oh, das werde ich rollig machen. Niemand hat mir erklärt, wie ich angel. Bis jetzt habe ich herausgefunden, wie ich Fische verschrecke. Aber Angeln scheint noch nicht so mein Ding zu sein. Jo, Fisch. Zieh dir dort rein. Nein, du sollst dich in die andere Richtung drehen. Das sieht auch gut aus. Oh Gott, oh Gott. Fisch, guck doch mal da. Fischi, 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 fischi. Fischi, 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 fischi. Okay, da, ich muss auf jeden Fall A drücken. Ich bin hier irgendwie der Fischschreck, kann das sein? Ich habe einen! Ich habe einen Fisch! Ja, eine Makrele. Die wollte ich mir schon immer mal krallen. Wegen Makrele? Oh Gott. Fischi! Guck mal! Da ist Nummel, Nummel! Fischi! Fischi, gucke, gucke. Muss ein Lucky Lucky machen. Geiler Fisch. Fischi, Fischi. Ja, jetzt hat er es raus. Ja, das ist ein Seebarsch. Manchmal bist du wirklich sehr barsch. Jetzt geht's los. Jetzt sind wir Angelkönig. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie es funktioniert, aber ich bin trotzdem jetzt Angelkönig. Dann können wir Ihnen ja gleich wieder neue Fische zeigen. Da freut er sich bestimmt ein Fischkeks. Fischi, guck mal!
Na, wenn das mal nicht... Au. Ein Rotfeuerfisch? Bist du sicher, dass du unter Wasser leben solltest? Bist du sicher, dass du einen Rotfeuerfisch, dessen Gift einen Menschen töten kann, einfach so in die Hand nehmen solltest, selbst wenn er tot ist? Beziehungsweise er ist ja eigentlich nicht tot und ich würde ihm jetzt schon gar nicht in die Hose stecken. Aber gut, ist ja nicht mein Körper. Ist ja nicht mein Körper. Wer bin ich schon? Ja, ein Barsch. Abmarsch, Barsch. Gott, oh Gott. Diese Sprüche, ne? Da, ein Geschenk, meins. Komm her. Haben wollen, haben wollen, haben wollen, haben wollen. Komm her. Ich brauche eine Schleuder, oder? Verdammt, ich brauche garantiert eine Schleuder. Damit kann ich mir bestimmt dann... Das geht bestimmt nur mit einer Schleuder. Oh, das hab, jetzt habe ich voll gepennt. Jetzt habe ich damit gedacht, dass er mich antackelt, nur so ein bisschen. Das kommt auf ihn zu. Voraussichtlich. So, Fischi, hast du Lucky Lucky dafür? Ah, Nemo! Wir haben Nemo gefangen! Ein Anemonenfisch, komm, zeig mir deine anemonische Seite. Gott, der macht mich fertig mit seinen Sprüchen hier. Wir haben Nemo gefangen. Oder Nemos Mutter. Weil Nemos Mutter ist ja tot. Jetzt wissen wir warum. Upsi, Entschuldigung, Nemo. Naja, ohne mich hättest du... ne? Ohne den Tod deiner Mutter hättest du jetzt aber auch niemand anders kennengelernt. Sind wir mal ehrlich. Alter Gümmelfisch. Da hinten blubbert was im Wasser. Ich weiß nicht, ob das was zu bedeuten hat. Gucke mal. Da ist direkt vor deinem Moas. Interessiert er nicht? Warum nicht? Was ist mit ihm passiert? Na, wenn das mal nicht ein Seebarsch ist. Meins? Meins? Hey. Meins? Das ist ja eigentlich kein Insekt. Aber ich versuch's trotzdem mal. Das ist ein Insekt. Oho, ein Einsiedlerkrebs. Der wollte wohl nur seine Ruhe. Ja, jetzt gehört er mir. Er kann sich beim Rotfeuerfisch amüsieren. Scheint eine kleine Koralle zu sein. Okay, ich glaube, wir geben mal wieder ab, wa? Ist ja derzeit unsere Aufgabe abgeben, neue Sachen dafür bekommen. Jetzt können wir eine Axt herstellen. Sprich, ich brauche eigentlich auch noch Äste und einen Stein. Stein fand ich, glaube ich, hier unten. Damit wir noch eine Axt herstellen können. Ich rüttel und schüttel mein Bäumele. Fast schon voll. Was ist das jetzt? Eine Kaulquappe? Wir haben eine Kaulquappe gefangen. Klein, aber nicht von Pappe. Er ist Pappe. Meins. Nein. 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 Hatte ich Geld auf dem Boden, weißt du, der, ich muss Blumen pflücken. Was ist los mit dem Typen?
brauche noch ein paar Äste. Vielleicht sollte ich mal Estefania fragen. Willkommen bei Animal Crossing. Sie ist eine Joke Line. Da! Ich glaube, wir haben genügend Äste. So! Kumpel, ich gehe da mal rennen. Hi. Na? Bier, Pops? Ich zeig dir erstmal all meine Tiere, die ich gerade gefangen habe. Ah, Case, hallo, hallo. Was darf's denn sein? Was liegt an? Alter, alles spitz im Schlips oder was? Wunderbar. Was hast du denn jetzt schon wieder für mich? Guck mal, ich hab. Oh Gott, ich hab zu viel. Ich habe mal einen Siedlerkrebs. Oh, was für ein Fang. Wenn ich mich nicht irre, handelt es sich hier um einen Siedlerkrebs. Dürfte dieses Prachtexemplar zu meinem Kumpel ins Museum schicken? Ja. Geil, 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 Alter. Einsiedlerkrebse. Die klauen nur unsere Jobs. Moment, wir bekommen gerade einen Anruf. Eugen, bist du da? Du rufst genau im richtigen Moment an, ja, ja. Wie es mit meinem Inselprojekt läuft? Alles bestens, danke der Nachfrage. Ich sorge gerade auf meiner Insel, auf einem Inselchen namens Casetopia dafür, dass die Siedler sich einleben. Einer der Einwohner hilft mir dabei, Exemplare der lokalen Fauna zu sammeln. Wie viele wir schon haben? Boah, mal überlegen. 5 ganz wunderbare Exemplare hatten wir schon zusammen. Ja, ja. Was? Wirklich? Ja, ja. Das wäre Porno. Oh, Verzeihung, ich habe gerade einen Kunden hier, also lass uns alles weitere später besprechen. Tut mir leid, dass du warten musstest. Das war mein alter Freund Eugen, der ein Museum leitet. Er möchte auf unserer Insel umsiedeln und hier die lokale Fauna zu erforschen. Könntest du mir diesbezüglich noch einmal helfen, Case? Da du schon so fleißig für mich gesammelt hast, könntest du eine gute Stelle für Eugen finden? Er braucht wohl reichlich Platz. Die Fläche sollte etwas so groß sein wie die von deinem Zelt. Wie aufregend. Das ist ein großer Schritt für unsere Insel. Ja, ja. Oh, cool. Wir kriegen das Museum jetzt rein. Soll ich dir die denn trotzdem noch schenken? Geh mal weg, Mann. Mit dir will ich gar nicht reden. Nein, geh weg. Ich wollte hier mit Papa Bär reden und nicht mit dem Krümel hier. Achso, ja, jetzt habe ich schon wieder... Ja, Entschuldigung, ich habe schon wieder die falsche Taste gedrückt. Falsche Auswahl gemacht. Oh, ich kann Ihnen auch schon gar nicht mehr die Tiere gehen. Ah, okay, okay, okay. Umzugsgebühren. Oh, du möchtest die Umzugsgebühren bezahlen. Es stehen noch 5 neue... Okay, Umzugsgebühren können wir noch nicht bezahlen. Wir leben immer noch auf Pump hier. Etwas herstellen. Ich hätte gern die Axt jetzt. Axt. Die Wackelaxt. Ich glaube, mehr können wir tatsächlich derzeit noch nicht machen. Ich kann nicht mal meine Gießkanne machen. Weil ich dafür Holz brauche. Weil dieses mit den Dingern ist schon... Warte mal, eine Schleuder? Was brauche ich denn für eine Schleuder? Jetzt habe ich noch gar nicht geguckt wegen der Schleuder. Entschuldigung. Hartholz. Okay, das haben wir nicht. Wir sind einfach noch nicht so hart wie Holz. Okay, aber ich soll ein Plätzchen für Eugen finden. Schönes Plätzchen. Ich würde das am liebsten in der Nähe des Marktplatzes hier haben, ne? Kann ich diesen Baum vorher töten? Ich meine, in ein besseres Leben verhelfen? Stirb, 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 stirb. Ach nee, besseres Leben, besseres Leben, besseres Leben, besseres Leben, besseres Leben. Ich glaube, Bäume gehen nicht, oder? Ich glaube, Bäume kann ich nicht zerstören. Besseres Leben, besseres Leben. Setzen wir das doch genau etwa hier an. Wenn er sich dreht. So. Huch, das passt doch nicht.
Achso, doch, passt doch, weil er nimmt den Baum weg. Hier ist eigentlich gut. Nimmt er den Baum weg? Ja, er nimmt den Baum weg. Damit steht der Ort für Eugens Zelt fest. Er nimmt beide Bäume weg. Ja, eigentlich ganz nice. Ich geh töten. Gib mir dein Holz, du geiles Stück. Es ist leider immer dunkel, weil ich immer abends spiele. Naja, irgendwann werden wir auch. Ich denke mal, die nächste Runde wird morgens sein, weil dann ist Sonntag. Weil jetzt mache ich gleich wieder Aufnahmepause. Weil ich will auch nicht immer im Dunkeln spielen, das ist doof. Ich mache hier keine Nachteule. Ich werde sie alle umbringen, umbringen! Glaube ich, weiß ich noch nicht. Ah, Case, hast du eine Stelle gefunden, wo Eugen sein Zelt aufschlagen kann? Ja. Auf dich ist wirklich immer Verlass, vielen Dank. Ich werde Eugen Bescheid sagen, dass alles für die Anreise bereit ist. Übrigens, Case, sammelst du auch fleißig Nockenmeilen? Es besteht natürlich keine Eile, aber irgendwann musst du auch mal deine Unzugsgebühren zahlen. Ich möchte dir ungern die Knie zertrümmern. Ich berate dich gerne, wenn du Tipps zum Sammeln von Meilen brauchst. Sprich mich jederzeit darauf an. Alter, er kommt jetzt. Oh, jetzt geht's schon los. Jetzt geht's schon los. Ichitologie. Entomologie. Oh Gott. Hauptsache ganz viele, ne? Auf dem Holzweg. Angellegende. Griff nach den Sternis. Den sie gefällt ja. Das ist gut, denn an jeden Tag, an jeden Mehrtag Mockmeilen sammeln. Okay. Ich fühle mich jetzt echt bedroht von dem Typen. Ich weiß nicht, ob der mich jetzt echt zusammenschlagen will. Gut, dass ich eine Axt habe. Okay, das mache ich mir dann einmal. Die Wackelgießkanne. Kann ich mir noch die Schleuder machen? Ja, kann ich mir auch noch machen. Toll. Meine Tasche ist voll. Okay, Kumpel, ich muss mal ein bisschen was verticken. Dann brauche ich irgendwie mal eine Kiste oder sowas. Und den haben wir mehr. Unkraut kannst du auch immer nehmen. Korallen auch erstmal. Ist voll Korall. Hm. Die Kirschen auch wieder. Einiges gesammelt. Rechne ich kurz durch. So, es sind 1770 Sternis. Alter, finde klar. Nimm. Bin ja jetzt Multimilliardär. So, was kann ich denn hier jetzt an unseren Automaten hier holen? Einmal pro Tag erhältst du Zugriff. Nockmeilen für deinen ersten Tag. Es ist eigentlich der zweite Tag, aber ist in Ordnung. Nintendo Switch, Ringcon, oh Gott. Was zum Teufel? Muttertagstasse. Finde die immer noch schön. Aber ich glaube nicht, dass wir hier irgendwie tatsächlich was für uns finden, was uns von Belangen ist, wa? Ich habe nichts davon, welche Sterne ich... habe ich was davon? Kann ich hier sterben und ausgeraubt werden? Tschüss. Kiste ist nicht zufällig eine Kiste, ne?
Hier kann ich alles lernen. Oh Gott, hier kann ich wirklich alles lernen. Das ist ja ekelhaft. Ja, nö, lass mal. Tschüss. Okay, ich dachte, wir können irgendwie schlafen, aber es gibt ja hier auch keinen Tag-Nacht-Wechsel. In dem Sinne, dass es Tag-Nacht-Wechsel gibt. Ich habe Angst, was in diese Kiste da zu legen. Wobei, weiß ich nicht. Ich habe Nockmeilen gesammelt. Papa Bär ist stolz auf mich. Ich gehe immer so durch, ist aus unerfindlichem Grund schwerer. Oh, 300 nur. Oh, damit wird Papa Bär nicht zufrieden sein. Oh, 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 der. Wir können schon mal von unseren Kniescheiben verabschieden. Ich denke mal, die sind bald passé. Ich denke mal, die wird er uns bald rausnehmen. Ich habe Platzprobleme in meinem Inventar. Ich kann, da kann ich nur mitnehmen. Es gibt doch, gibt's hier keine Kiste? So, die wollte ich noch herstellen. Das geile Ding hier. Leben haben wir ja nicht. Lagerfeuer, Feuerstelle. Waschzuber können wir auch machen. Ich mach mal das hier. Weiß nicht warum, ich mach das einfach mal. Können wir auch gerne mal den Waschzuber herstellen. Ich glaube, das macht ihn knockmäßig ein bisschen an. Genug fürs Erste. Jetzt ist aber mal Schluss hier. Oh Gott, das hat ihn nicht angemacht. Oh oh. Der hat schon wieder mit dem Finger auf uns gezeigt. Ich fühle mich sehr nervös. So, da es jetzt aber auch echt dunkel wird. Oh Gott, wir sind so voll. Wunderschön. Was soll das genau sein? Wunderschön. Wunderschön, aber wir brauchen Platz, deswegen ist es wunderschön. Na gut, dann würde ich jetzt aber sagen, mache ich erstmal die Aufnahmepause, wie gesagt. Und... Dann leck mich fett, der... Ach, leck mich fett. I have herausgefunden things like this. Geil. Okay, ja, wie gesagt, ich mache jetzt aber erstmal Feierabend und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, denn bei Tageslicht. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.